Und der Moment, wo das Flugzeug die Wolkendecke durchbricht, ist das Schlimmste, weil da nochmal so andere Druckverhältnisse herrschen. Hallo meine Süßen. Ja, es ist jetzt Donnerstagmorgen und ich habe den Kleinen mal in die Kita gebracht und ich war gerade noch bei der Blutabnahme, habe ich mich erstmal schön pieksen lassen und ich musste nüchtern sein und jetzt frühstücke ich hier mit euch mein Avocadobrot, was sonst? Ich bin so krass, ich habe immer Phasen. Dann habe ich eine Phase, da esse ich monatelang Müsli. Und dann irgendwie plötzlich von jetzt auf gleich nicht mehr. Dann habe ich eine Phase, dann trinke ich monatelang morgens immer einen Smoothie mit irgendwas drin. Und dann von jetzt auf gleich nicht mehr. Ja, und diese Phase habe ich auch jetzt schon seit, weiß ich nicht, bald ein Jahr wahrscheinlich. Und dazu habe ich jetzt noch ein Ei gegessen. Also ich habe insgesamt, esse ich morgens immer zwei von diesen Broten. Und ja, und einfach so diese bunten Eier, die man einfach so kaufen kann im Aldi oder im Rewe, die habe ich halt auch immer dabei. Und jetzt gerade esse ich das mit euch. Ich bin gepikst worden. Ich habe nächste Woche ein MRT für den Kopf zur Kontrolle, weil ich habe eine Aerosinusitis. Jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, was ist das? Ich kannte das vorher auch nicht. Das haben vor allem Leute, die so Stewardessen oder irgendwie sowas oder Leute, die viel fliegen, Piloten, die kennen dieses Problem oder Manager, die viel um die Welt fliegen. Ich bin es natürlich nicht, aber wenn ich mal im Flugzeug sitze, dann platzt mir der Schädel. Und damals, als wir im Urlaub waren, das erste Mal in Abu Dhabi mit dem Kleinen, da bei der Landung, beim Landeanflug habe ich gedacht, ich sterbe. Ich habe da krassere Schmerzen gehabt als unter der Geburt. Da habe ich echt gedacht, mir kommen die Augen raus und mir fliegt die Schädeldecke weg. Das war echt extrem. Dort musste ich dann auch ins Krankenhaus gehen. Das war so ein kleines Drama auf jeden Fall, egal. Ja, da wusste man nicht so genau, was hat sie jetzt und so, ne? Dann war ganz kurzzeitig die Rede von einem Blutgerinnsel, oh Gott. Wir hatten dann kurzzeitig überlegt, ob ich irgendwie, wie ich dann wieder nach Hause fliegen kann, weil mich wieder ins Flugzeug setzen war für mich ein absolutes No-Go. Ja, da hat man mir so stark blutverdünnende Mittel gegeben und dann bin ich halt unter, klingt jetzt voll bescheuert, ne? Unter Alkoholeinfluss nach Hause geflogen. Wie das klingt. Naja, aber vielleicht für die Leute da draußen, die vielleicht auch dieses Problem haben, die mit der Start- und vor allem mit der Landephase das Problem haben, dass irgendwie was hier nicht stimmt im Kopfbereich. Bis ich mal rausgefunden habe, was das ist, ich habe das rausbekommen, nicht die Ärzte. Als ich wieder zurück war, war ich sogar noch in der Uniklinik und auch stationär für 3, 4 Tage letztes Jahr im Januar und wurde daraufhin untersucht, neurologisch, man hat irgendwie nichts gefunden und man hat mich sogar lumbal punktiert. Also das kennen die Leute, das ist so wie eine PDA, da setzen sie auch eine dicke, fette Spritze zwischen die Wirbelkörper und ziehen Gehirnwasser ab, um dann zu gucken, ob da irgendwas nicht richtig ist. Leute, ich habe mich da so quälen lassen, dabei habe ich einfach nur eine Aerosinusitis und ich weiß einfach, ich kann diesen Druckausgleich nicht. Also meine Nebenhöhlen, das ist nämlich der Punkt, die Nebenhöhlen können diesen Druckausgleich nicht und deswegen habe ich nächste Woche nochmal, also ist jetzt alles ein Jahr her, über ein Jahr her, und deswegen habe ich jetzt nächste Woche einfach nochmal einen Kontroll-MRT für den Kopf, um da zu gucken, ob alles schön und fein ist. Nieren- und Schilddrüsenwerte und so weiter. Ja. Dann drückt mir mal die Daumen, dass alles gut ist. Ne? Also ich pumpe mir jetzt auch mal regelmäßig Cortisonspray in die Nase und seitdem ich das mache, ist alles gut. Als ich neulich spontan nach Berlin geflogen bin für das YouTube-Event, da hatte ich auch ehrlich gesagt totale Panik, weil ich bin auch alleine geflogen ohne meinen Mann und da habe ich auch gedacht, so Gott, wenn jetzt hier was passiert, wenn das jetzt wieder hier durchknallt bei mir im Kopf und an dem Tag. Ich habe nicht vorher eingecheckt online. Ich saß auch noch in der Mitte zwischen zwei anderen Leuten, Fremden. Da habe ich nur kurzzeitig überlegt, boah, wem holst du jetzt gleich hier die Schulter voll? Links oder rechts, ne? Ja, aber das ist alles gut gelaufen, weil ich weiß, wie ich das jetzt mache. Also ich habe das jetzt mittlerweile, habe ich mein eigenes System gefunden, habe das jetzt mittlerweile echt voll drauf. Ich weiß, wie ich jetzt fliegen muss. Also ich spritze mir immer, ich pumpe mir immer vorher. 2 Wochen vorher muss ich regelmäßig immer mein Cortisonspray nehmen und kurz vor dem Start, kurz vor Boarding auch nochmal. Und vor allem, wenn ich lande, brauche ich vorher, das hört sich jetzt echt bescheuert an, aber ich brauche irgendwie was Alkoholisches, um das alles hier oben zu entspannen. Und dann funktioniert das, ja. Und vor allem
Also wenn ich jetzt eine Stunde Flug habe, reicht das, wenn ich vorher einmal pumpe, weil zu viel Cortisonspray ist ja auch nicht gut. Aber habe ich jetzt zum Beispiel einen längeren Flug, dann muss ich gucken, dass ich vom Alkoholgehalt etwas höher gehe. Als wir letztes Jahr im Sommer von Malta zurückgeflogen sind, das sind 2 Stunden Flug nach Köln, dann musste ich etwas höher, wie nennt man das? Hochprozentigeres nehmen, damit das auch anhält, wenn ich lande. Das klingt jetzt so bescheuert, ne? Also, ich glaube, wenn irgendein Arzt mich jetzt hört, denkt er auch, die hat sie nicht mehr alle. Aber Leute, es funktioniert bei mir. Und ich trinke ja sonst keinen Alkohol, aber wenn ich fliege, gebe ich mir die Kante. Nein, ich gebe mir nicht die Kante. Also, dann habe ich, das war dann so, beim Start aus Malta morgens um 6 schön mit dem Kinderwagen mit Noah noch drin in das Hardrock-Café am Flughafen in Malta und hat mir dort, wir haben noch gegoogelt, welches Getränk ist höherprozentig, weil so zum Beispiel irgendwie Bier hat ja kaum was, irgendwie nur so 4%. Und dann haben wir Wodka gefunden, hat irgendwie was mit 35%, dann habe ich mir ein Wodka O geben lassen. So, das Ding weggeext mit Strohhalm. Ging, konnte ich trinken. Dann auch mit viel Eis, das ging. Wir dann zurück, weil wir haben das genau abgepasst. Wir haben gesehen, dann war das Boarding, alles klar, dann kurz hin, der Flughafen ist echt auch klein, kurz rübergelaufen in diese Hardrock-Café-Bar, mir dieses Getränk gegeben morgens. Die haben auch echt komisch geguckt, die Leute, die drumherum saßen. Da war auch echt Betrieb morgens in dem Hardrock-Café. Dass vor allem da so eine Mama steht mit Kinderwagen und haut sich da so ein Wodka O weg. So. Ich war auch ein bisschen auffällig. Ich habe da auch so geguckt und es war mir auch echt total peinlich. Und so habe ich doch irgendwie die Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Ah! Und dann bin ich mit meinem Mann zurück, mit Noah, dumm-di-dumm-di-dumm. Das war irgendwie nur so 100 Meter. Und dann waren wir schon am Gate. Das ist echt mini da. Und ja, dann war ich schon mal beruhigt, dass ich mein Nasenspray hatte, dass ich jetzt mein Hochprozentiges hatte. Und jetzt wusste ich, alles klar, jetzt kann es losgehen. Auf einmal flackerte oben der Bildschirm und dann kam eine Anzeige, dass der Flug Verspätung hatte um 1 Stunde. Und da standen wir da so, oh, gucken wir uns diese Anzeige an, gucken wir uns an, so, Scheiße. Dann mein Mann so, ja, Linda, ab zurück, Kleine, du brauchst noch einen, damit das vorhält, sonst, weil ich baue das in der Zeit ab. Ja. Dann haben wir wieder ein bisschen gewartet und dann sind wir wieder kurz vor Boarding. Also als wir wussten, dass da jetzt Boarding ist, sind wir ganz schnell wieder rübergerannt. Wir brauchen wieder ganz dringend ein Wodka O. Die Frau schon so, okay, alles klar, schüttete das so ein. Und die wusste, dass sie mir das vorher gegeben hatte noch. Und dann hielt sie das meinem Mann hin. Und er so, nee, nee, ist für meine Frau. Also das Kurrile war, dass immer noch dieselben Leute, die vorher da saßen, immer noch da saßen und uns wieder gesehen haben. Das war so peinlich. Ich habe mich so geschämt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte keine Probleme mit dem Landeanflug auf Köln und war echt so erleichtert. Ich saß nämlich im Flieger und ich war auch nicht irgendwie angeditscht oder sowas, weil ich wahrscheinlich so aufgeregt war. Das hat bei mir auch alles überhaupt nicht gewirkt, komischerweise. Und der Moment, wo das Flugzeug die Wolkendecke durchbricht, ist das Schlimmste, weil da nochmal so andere Druckverhältnisse herrschen. Und das, wie gesagt, kann ich nicht gut. Und, boah, ich saß da wirklich, ne? Dann habe ich echt gedacht, boah, ich fange nicht an zu heulen. Und dann sind wir durch die Wolkendecke durch und dann sagt mein Mann so, kannst du die Augen aufmachen, wir sind durch. Leute, ich hätte fast geheult. Ich war so gerührt, dass ich das geschafft habe. Oh, danke, lieber Gott. Und dann sind wir gelandet. Ich bin schon wieder gerührt, ne? Boah, das ist nicht normal. Seit ich ein Kind habe, ist das ganz schlimm. Ich war vorher schon so sentimental, aber jetzt ist es noch viel schlimmer. Und ja, dann haben wir das auf jeden Fall geschafft. Und da war ich echt happy und erleichtert. Und jetzt weiß ich auf jeden Fall immer, wie ich das tanken muss, wenn ich fliege. Ja. Das ist eine heftige Story, ne? Das ist echt heftig. Und deswegen muss ich jetzt nochmal ins MRT. Aber jetzt frühstücke ich erstmal weiter. So. Verrückt, ne? Stellt euch mal vor, ich fliege in die USA oder sowas. Dann muss ich ja vorher mir was trinken. Nee, vorher ist gar nicht unbedingt so wichtig. Hauptsache das Cortison. Aber wichtig ist der Landeanflug, dass ich dann im Flieger etwas habe, was hochprozentig ist.
Und am besten frage ich nicht die Stewardessen, ob die mir was mischen. Das ist ja total peinlich. Ich kann ja dann immer, wenn ich einchecke, durch den Duty Free und mir eine kleine Flasche Wodka kaufen oder irgendetwas und mir an Bord nochmal Orangensaft geben und Eis und dann bei der Landung mir das dann etwas eher dann geben. Ja, ihr könnt euch nämlich nicht vorstellen, was das für Schmerzen sind. Echt, ich habe damals beim ersten Mal, ich wusste nicht, wie mir geschah, ich habe echt geschrien im Flieger. Das war richtig schlimm. Ja. Ja. Boah, ich muss hier mal reinbeißen. Wie sieht denn das eigentlich morgens bei mir aus, wenn ich frühstücke? So sieht das aus, wenn ich esse. Ich trinke meinen Kaffee, der ist jetzt mittlerweile bestimmt eisig kalt, aber egal, ich trinke ihn trotzdem. Das ist übrigens auch eine Sache, die sich ändert, wenn man Mama ist. Man trinkt auch kalten Kaffee. Und dann habe ich hier immer mein iPhone und dann gucke ich immer irgendwelche YouTube-Geschichten. Morgens gucke ich immer gerne Phyllis. Die ist auch cool. So eine richtig coole Mom. Die mag ich voll. Die hat ja drei Kids, ihr kennt sie bestimmt. Und die gucke ich ganz gerne. Zwischendurch gucke ich auch schon mal bei Isabo rein. Aber Phyllis finde ich so besonders cool. Und was ich auch gerne gucke, ist Mellys Blog. Die finde ich auch ganz cool. Ja. Aber so Phyllis ist so irgendwie meine Favoritin von allen. Ja, die ist auch so easy und entspannt und cool und macht das alles auch locker flockig. Die kocht auch immer gern orientalisch und ja, passt ganz gut. Ich muss nämlich gleich ganz dringend runtergehen in mein kleines Studio und dann schneiden. Und noch die Wäsche rausholen und noch Essen vorbereiten. Ich habe vorhin schon eingekauft. Und werde heute Abend was kochen und den nachher den Noah noch abholen. Ja, auf jeden Fall, jetzt wisst ihr Bescheid über meine Aerosinusitis oder die da draußen, die auch so ein Problem haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt mich. Ich kenne mich mittlerweile bestens aus. Geil ist auch, dass ich das so lange rumgegoogelt habe mit den Symptomen, bis ich mal in so eine Gruppe gelandet bin im Internet. Und das ist so eine Art Vielfliegergruppe. Eigentlich sind das sehr viele Flugbegleiter und Piloten und so weiter, die sich darüber ausgetauscht haben. Und da fiel mir dieser Begriff in die Augen. Und das habe ich dann gegoogelt und es ist genau das. Und mit dieser Diagnose bin ich dann zu meinem HNO gegangen und habe ihm das erklärt. Ich sage, Herr Doktor, ich habe ein Problem, ich weiß, was ich habe. Ich nenne Ihnen jetzt mal meine Diagnose und sagen Sie mir, was ich dann daraufhin tun kann. Und er kannte das zum Glück und meinte auch so, tatsächlich, so gut, dass Sie das selber rausgekriegt haben. Ja, ich bin natürlich kein Freund, sagte er, dass dann anfangen, dass die Patienten selber rumgoogeln und sich selber Diagnosen stellen. Aber in Ihrem Fall war das auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und es wird auf jeden Fall noch diese Bauch-Rücken-Challenge geben. Ich hatte das ja angekündigt im Januar nach meiner Squat-Challenge. Ne? Die werde ich euch jetzt mal hier einblenden oder da oder da. Und die wird auf jeden Fall noch stattfinden. Es wird auf jeden Fall diese Challenge geben. Ich habe das natürlich nicht vergessen, aber ich habe ein bisschen viel zu tun gerade und muss gerade echt immer gucken, wie ich das zeitlich gebacken kriege, weil der Noah hatte jetzt so viele Tage frei und kann man nicht immer alles planen. Und dann werde ich halt viel aus meinem Konzept rausgeschmissen. Also ich bin ja immer froh, wenn ich irgendwie meinen Sport gebacken bekomme. Aber das kriege ich immer ganz gut hin. Und jetzt trinke ich meinen Kaffee mal zu Ende leer. Ich blende euch nachher noch ein, was ich lecker koche. Das mache ich ja mittlerweile immer so, dass ich am Ende immer was einblende, was ich abends noch gekocht habe, damit ihr so seht, was ich so mache. Interessiert euch ja auch meistens und meistens zumindest. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst schon, dann hier abonnieren. Bis bald. Tschüss.